So, hallo Leute und willkommen zurück zum nächsten Part von After Human auf dem TubeBitch-Server. Ihr seht hier neben mir schon eine komische Gestalt, die ich schlagen kann, was eigentlich Laune macht. Oder ich kann ihn schlagen, hallo. Ja, das ist Cepheid, der Kollege, mit dem ich schon mal. So, komme ich aus Ego raus, okay. Wo ich Ja, schon mal. genau. Das wird die Schampe zurückgegeben. Wo ich ja schon mal erwähnte, dass ich wahrscheinlich mit dem die nächsten paar Parts aufnehmen werde. So, natürlich. Wir wollten jetzt ein paar Welten erkunden, einfach mal für seinen Part jetzt. Er nimmt auch auf gleichzeitig. Genau. Also nochmal an meine Zuschauer, das hier ist der Kollege, den ihr in der letzten Folge schon gesehen habt. Der Trollmanager. Sagt der Typ, der meine Rüstung kaputt schlägt. Ja, Ich darf komm ihn her, nachher ich wieder verprügel reparieren. dich mit einem Apfel. Ich verprügel dich mit einem Apfel. Das ist meiner. Das war deiner. Ja, jedenfalls Welten erkunden. Also, Bock habe ich. ich hoffe, ich denke dran. Falls nicht, erinnere du mich bitte dran, weil ich weiß nicht, wann dieser Part kommt, aber sein Kanal ist natürlich dann in der Beschreibung verlinkt, Leute. Wenn ihr mal auf seinen Kanal gehen wollt, seine Sichten gucken wollt, das ist bei ihm jetzt die zweite Folge, richtig? Ja, die zweite. Genau, in der ersten Folge hat er schon genug von mir getrollt bekommen. Wir gehen Welten erkunden. Ich habe dafür was vorbereitet. Ich habe hier so ein paar Bücher, die man vielleicht sieht. Ein paar Lectures, das sind die Sachen, die sieht er nicht. So, wir werden jetzt das erste Buch hier reinlegen. Together World 1. Ich sag mal Lady First. Ja, dann mach mal. Na, geh durch. Ja, du sagst das Ladies First, also mach mal. Ja, sagen wir uns jetzt erstmal hier. Und tschüss. Erstmal schwer ziehen. Bist du noch da? Ah, okay. Ich glaube, ich bin nicht gerade weg. Ja, der Server leckt gerade, wie man gerade sieht. Was schlichtweg daran liegt, dass jetzt gerade eine neue Welt generiert wird. Ich warte jetzt auch ein bisschen, Wow. bis er drin gespawnt ist. Das heißt, Wunderbar. ihr habt jetzt auf seinen Kanal vorher den Einblick, bevor ihr ihn bei mir habt. Also ihr seht es bei ihm früher. Es sieht hier sehr nach. Was ist denn? Hier gibt es irgendeinen Negativeffekt, wenn ich das richtig sehe. Schlangen haben irgendwas an sich. Ja. Aua! Ah! What the fuck? So. Und was für ein Effekt war das? Ich weiß es nicht, der hat mich gebissen, das war Gift. Jedenfalls sieht die Welt nicht. Hier kannst. Das ist wahrscheinlich eine dieser Welten, wo du sehr gut Netherquarz abbauen kannst. Das mit dem Holz sieht aber komisch aus. Vorne. So, Moment. Du solltest hier mal eben da einen Spawnpunkt setzen, weil hier ist unser Buch zurück. Also ich spawn rund 6, aber eine Markierung machen. Mit B. Mit B. Aus Buch oder ach so. Einfach davor stehen und dann einfach B. So, dann lass mal gucken, was wir hier so haben. Also die Kristalldinger sind natürlich immer gut. Damit kann man die Portale bauen, die ich ja bei mir auch stehen habe. Kristalldinger, meinst du diese? Diese blauen Teile, die hier rumstehen. Ach so. Bau mal kurz hier ein bisschen Quarz ab. Warte, guck. Naja, klar, mach das nur. Ich guck mir. Das ist wirklich einfach nur Holz anscheinend. Okay. Ich gehe mal da oben auf den Berg. Ich gucke einfach mal mir so ein bisschen die Landschaft an. Ja, ich. Also in der Ich hab ein Netherwelt bisschen. hatte ich ja theoretisch schon mal. Gut, jetzt habe ich halt noch eine. Die sieht auch ein bisschen interessanter aus und man kann auch Holz farmen. Also etwas besser als meine vorige. So. Echt cool gemacht. Also abgesehen von Quarz siehst du hier wirklich gar nichts. Ja, und Quarz braucht man, ne? Nicht Quarz, ich meine, es ist Netherwick. So, ich fliege mal hier rüber. Weil ich gleite mal darüber, fliegen kann ich leider immer noch nicht. Er gleitet. Sehr viel Schwung. So, die Welt hat Bären. Why not? Können ja mal Ja. eben. Kann ich ja schon wieder Bären töten gehen, wa? Ich hab jetzt mal meinen Sichtradius auf extrem gestellt. Einfach mal voll aufgepowert, mal gucken, was passiert. Meine FPS machen das momentan noch flüssig bis 60 mit. Das ist doch geil. Das ist auf jeden Fall geil dann. Aber jetzt kann ich hier mal ein bisschen weiter gucken. Aber hier scheint Wow. es schlichtweg nur Nether zu geben. Also nur Nether-Crack und dann halt. Leider kein Glowstone. Ja, Glowstone wäre geil gewesen. Naja, wollte gerade sagen, leider kein Glowstone. Es gibt hier auch sämtliche Warte, warte, Flüssigkeiten. Ich sehe warte. Öl hier. Das, Öl was hier. gelb ist das Holz jetzt?
Siehst du das? Moment, ich schwebe gerade ein bisschen. Wo? Beim Bären. Rechts beim Bären, warte. Das dürfte Holz sein, ja. Sieht so gelblich aus. Jo, Holz. Was? Bär? Willst du aufs Maul oder was? Große Klappe. Ja gut, also die Welt kann man auf jeden Fall behalten, falls einer von uns Dings farmen muss. Oder farmen möchte, also Quarz. Quarz, genau. Die Kristalle, sagtest du. Das muss ich demnächst mal wieder machen. Ja, die Kristalle kann man immer abbauen, die gibt's aber auch schon in meiner Farmwelt, also das ist jetzt nicht meine Priorität. Oh, es gibt sogar eine Slime-Insel hier oben. Echt? Ja, da schwebt eine Slime-Insel. Sehe ich nicht. Ja, wahrscheinlich ist dein Rennersystem zu niedrig oder so, aber die schwebt da hinten. Da müsste man sich jetzt hochbauen. Da oben gibt's aber auch nicht so sonderlich viel Interessantes. Außer blaue Slimes, die da spawnen. Ja, stimmt, das kommt mir noch bekannt vor. Weil für mich ist das eigentlich neu, nagelneu das Spiel so gesehen. Die Modpacks. Okay, also zurück und in die nächste Welt. Hui. Warum bin ich noch hier hochgelaufen? Ja, also ich denke mir auch so, boah, wärst du nicht da hochgelaufen, ne? Ich schwebe hier so ganz gemütlich runter. So. Tack, 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 tack. Autsch. Halt die Klapperschlange. Okay. Buch draufklicken und wieder zurück in die Overworld. Wo es mittlerweile Nacht ist. So. Das zweite Buch, das zweite Lecture und das zweite Rückrufbuch. Zack. Das zweite Buch. Oh Moment, das ist Buch 3. Nein, 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 das geht ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Also überspringen machen wir ja nicht, ne? Ja, das geht ja gar nicht hier. So. Das hier ist dann Buch 2, ne? Ja. Okay. Ich hoffe, wir kriegen jetzt was ganz Schönes, Grünes, mit bisschen Wasser. So, willst du wieder zuerst? Natürlich. Gut, dann verkloppe ich wieder den Zombie vor der Tür. Ach du Scheiße. Entweder braucht er so lange, um sich aufzubauen, oder ich sehe hier nur Partikel. Weiße Partikel. Momentan hängt der Server noch. Au. Giftig. Giftig. Okay, ich komme schnell, um dich zurückzuholen. Was ist das für ein... Warte. Okay, nee, hier ist es allgemein giftig. Einfach wieder zurück. Krass, was ist das für eine Welt? Ja, wie gesagt, die können halt auch nachteilhaft sein. Das Ding wird gleich erstmal entsorgt. Nein, 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 nein. Vielleicht kannst du den Anzug. Da kannst du die Welt dann vielleicht. Nicht. Nein, kannst du nicht. Nein, warum nur? So, Moment, wo ist das Buch? Scheiße. Hier müsste irgendwo ein Buch auf dem Boden liegen. Hier draußen. Ist aber nicht. Egal. Selbst wenn sich da irgendein anderer rein verirrt, es gibt ja ein Rückwegbuch. Was da auf dem Boden, was da liegt. Okay. Dann die letzte Welt. Ich vorbereitet habe. Was ist das? Achso, ein Schlange-Ei. Ja, ja. Das Buch in der Mitte. Nee, komm, mach du mal als erstes. Also. Feige. Jetzt, wo er gesehen hat, dass die theoretisch auch böse sein können, will er nicht mehr. Ja, doch, ich komm noch, aber das Problem ist. Ich komm noch, aber das Problem ist, er steht halt noch nicht. Ja, ja, genau, das, ich kann ja dann nicht wieder zurückkommen. Das kennen wir alle, das kennen wir alle. Hallo, Buch. Ja, lass die Welt laden. Es ist normal, dass es jetzt leckt. Achso, leckt. Weil er für mich gerade eine Welt lädt. Hallöchen, ja? Schweine. Oh. Erstmal sagen wir, dass Spawn ist, also wieder einen Spawnpunkt setzen, also Dings setzen, Spawn. Erstmal legen. Ja, mit N bitte. So, safe. Wow! Alter! Alter! Das ist keine Mistding! Danke! Alter! Das hat mich aber auch voll angegriffen, ey. Außen nichts. Die Fackeln hier müssen erstmal weg. Wir bauen uns die erstmal ein. Du kannst die Fackeln hier an die Wand setzen. Einfach. Da kommt wieder was.
Verpiss dich! Also das war jetzt krass. Das ist halt wieder so eine Welt, die könnte man, glaube ich, gut als Farmwelt zum Beispiel benutzen. Ja, sieht bis jetzt gut aus. So. Magst du mal kurz von der Mauer runter? Keine Sorge, hier, da kannst du wieder hochgehen auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Mauer. So, dann erstmal den Rückweg natürlich sichern, das heißt... Zack, Buch liegt. Wir könnten jetzt wieder zurück. Wir können natürlich uns jetzt hier noch ein bisschen umgucken, wenn du möchtest. Ah, die Frage ist, wann's hell wird. Moment. Hier sind echt viele Monster. Ich habe da gerade hinten auch noch welche gesehen. Alter. Ja. Geh weg. Au. Der Mini-Golem hat mir gerade mit einem Stein beworfen. Arschloch. So. Geh weg. Zombie, weiche von mir. Ist irgendwo eine Spinne? Ja, ich bin gerade beschäftigt, Entschuldigung. Ein Grasblock! Grasblock! Noch ein Grasblock! Aua! Ratte! Ratte! Ratte? Ja. Hast du da gerade einen Block abgebaut? Ja, weil ich da rein wollte. Aber du da rein wolltest, okay. Dann ist ja. Okay. Da hinten ist irgendein schwarzes Ding und das sieht aus wie ein Skelett ist, aber kannst du auch nicht. Stirb, Zombie. Alter, fick dich, Zombie. Es könnte auch sein, dass es hier nie Tag wird, ne? Echt? Ja, ja, es gibt auch Welten, die nie Tag haben. Echt? Redwood. Das ist ja auch cool, nur da müsste ich mir erstmal eine bessere Ausrüstung holen. Yeah! Ein Hut freigeschaltet. Ach, du hast deine Hosen nicht an, darum kommst du hier nicht rein. Stimmt. Hallo. Aber guck mal, ich hab hier Grasblöcke, 3 Stück. Kann ich jetzt unter der Erde Gras pflanzen. Wie hast du die denn gerade abgebaut? Die lagen auf dem Boden rum. Irgendein Zombie oder so hatte die in der Hand. Okay. Ja, da lag einer, dort lag einer, hier lag einer. Willst du einen haben? Nö, ich brauch keinen Grasblock. In welchem Biom sind wir denn? Redwood Forest. Sagt mir jetzt so an sich nichts. Wir haben hier auf jeden Fall ein Pilzbiom auch direkt hinter uns. Ich geh mal ein bisschen erkunden. Erstmal futtern. Erstmal ein bisschen rennen. Hilfe, aua. Oh, hier sind auch wieder diese Wurzeln, die hier so lang schlagen in dieser Welt. Wie es aussieht. Woraus bestehen die eigentlich? Oh, ach, du Scheiße. Bin verpiss dich. Ein Skelett ist okay, aber jetzt sofort 2 Stück auf einmal. Also ich sehe keinen Mond. Ich kann nichts. Ah, da hinten ist ein Tempel. Okay, ich bin weg. Tschüss. Ein was? Ein Tempel, da sind Bücher drin und sowas und Seiten. Bitte jetzt mal von mir gelootet. Ey, warte. Ich will auch sehen. Ja gut, ich lass ihn dich einmal sehen. Was ist denn das hier für ein Obsidian-Pimmel? Na, keine Misswörter! Ja, aber was zur Hölle? Das ist ein Obelisk. Nein, das ist kein Obelisk, das ist ein Obsidian-Pimmel. Ein Obelisk. Obelisken sehen anders aus. Ja, es Obelisken gibt Obelisken, gibt die auch so aussehen. Toten Dinge. Da machst du probiert gerade einen Golem. Okay, auch interessant. Da ist wieder so ein Baumausflug. Ah, Lese. Interessant. Ja, und jetzt kann man hier halt sagen, alles meins. Kann man. Yeah, Erfolg erzielt. Ja, weil du eine der Seiten aufgesammelt hast anscheinend. Natürlich. Oh scheiße, mein ganzes Inventar ist voll. Moment. Erstmal die Seiten alle hier rüber klatschen. So. Ich habe 2 Symbolseiten. Kannst du gerne haben mit Max. Ja, wenn du willst, kannst du sie auch behalten. Musst nicht unbedingt. Ich weiß nicht. Ich weiß noch nichts damit anzufangen. Ja, damit kannst du theoretisch beeinflussen, wie die Welt aussieht. Ich kenne mich aber nicht gut genug aus, um stabile Welten zu kreieren. Bei mir wären die immer sehr grausam. Bei der letzten Welt, die war so instabil, die ich mal kreiert habe, dass der Server abgekackt ist, sobald du in diese Welt gegangen bist. Echt? Das Problem daran war, da der Server abgekackt ist, als ich da reingegangen bin, stand ich natürlich immer noch in dieser Welt. Ja.
Oh, da ist ein Werwolf, der mutiert gerade. Ah, es ist ja gerade verwandelt. Also, wir wissen auf jeden Fall, dass es hier auch hell wird. Ah ja, Tatsache, es wird hell. Ja. Ey, das sieht geil aus hier, ey. Eben die Wurzeln in so einer Luft. Ja, genau das meine ich. Also, das finde ich irgendwie cool. Ah, guck mal, hier kannst du, glaube ich, auch Wurzeln holen, oder? Da hinten sind Bäume, die laufen. Wie heißen die Viecher? Twain wahrscheinlich. Aber hier kannst du, glaube ich, Oakwood, oder? Ist das auch nur ein Birchwood-Wald? Da ist ein schwarzer Werwolf, kannst du ja mal hingehen. Ne. Müsste der sich nicht zurückverwandeln jetzt eigentlich? Oder ist es noch nicht hell genug? Scheint, es ist noch nicht hell genug. Die Zombies brennen auch noch nicht. Ne, mein kleiner Freund. Da hinten ist ein Skorpion. Da kommt ein Dorfbewohner-Zombie. Da kommt ein Zombie mit einem Zylinder. Kommt gerade ein Skorpion. Meiner. Gut freigeschaltet. Yeah. Statt Pokémon zu sammeln, sammeln wir Hüte. Oh fuck, ich habe immer noch den Gleitmodus an. So. Also der Werwolf ist immer noch ein Werwolf. Ja, die brennen auch noch nicht. Keine Ahnung warum. Die haben sich gerade auch erst verwandelt. Da. Ah. Der erste ist, die sind jetzt zurück. Jetzt kann man die einfach verprügeln. Probier den Creeper hier. Alter, dann töte ihn doch auch. Du springst doch voll rein, ey. Ich habe damit gerechnet, dass du ihn tötest. Das ist ein Panda. Ich wollte die die Werwölfe damit. Oh, der Panda Bär sieht gut aus. Jens! Ja, hier. Ist ja. Doch awkward. Ah ja, siehst du. Du brauchst aber die Saplings, ne? Also das, was aus den ja. Blättern nachher rauskommt. Das war meine Spinne. So kriegt man die Welt auch abgebaut. Danke, Creepers. Ich weiß nicht, wie stark diese Twins sind. Okay, so, ich kann den gar nicht angreifen. Dann. Sapling habe ich schon mal. Ja, reicht ja theoretisch. Daraus kannst du dann mehr machen, indem du einfach anpflanzt, ne? Dann mit Bone Meal groß wachsen lässt, wieder abbaust und so weiter. Wie habe ich jetzt den Zombie-Kopf? Hier ist Eis. Okay. Hm. Hier ist alles Mögliche. Oh. Noch ein Obsidian-Pille. Himmel. Da ist ein Gepard. Geradeaus. Frag mich gerade, wie es hier unter der Erde aussieht, ob hier auch öfter mal Certus Quartz gibt. Falls ja, würde ich nämlich hier meine Query als nächstes aufschlagen. Ja. Die ich hier auch bald bauen werde. Das ist ja schon echt praktisch, öfter mal Certus, hin und wieder mal Certus Quartz mit abzubauen. What the fuck ist denn. Hier ist einfach Erde, weißt du? Ja. Was? Weil diese Obsidian-Pimmels. Vielleicht sind das irgendwo. Ja. Ah, super. Verwendung unterbrochen, Server closed. Ja, wir haben gerade jetzt, glaube ich, den Server zum Abkacken gebracht. Ja. Dann aktualisieren. Ja, ich glaube, ein, zwei Minuten, dann sollte er wieder offen sein. Was nicht, müssen wir gleich mal kurz Lori anrufen. Ja, vor allem anrufen, kurz Bescheid geben. Ja. Aber ich glaube, ich beende meinen Part schon mal. Ja. Ich glaube, ich mache echt fein finito. So, dann sage ich mal danke fürs Zusehen, meine Leute. Und sag mal, wir sehen uns das nächste Mal mit Curry wieder. Bis Create bald. World, kreativ, create new world. Ich werde mal was testen. Jawohl, ja. So, meinen Zuschauern habe ich schon Tschüss gesagt. Jo, bei mir wird jetzt noch getestet, ob das klappt mit den, ich sag mal, Wither Farmen. Aha.
Also machst du jetzt Kreativmodus kurz an bei dir oder was? Korrekt. Der ist schon an, ich lade gerade eine neue Welt. Das dauert nur Ewigkeiten. Ach so. Server ist wieder da. Er geht drauf, Server ist wieder weg. Ah, klappt das? Ja. Okay, bin drauf. Ahead in Time ist fein, die draußen. Oh, das ist ja cool. Auch auf Deutsch jetzt? Das ist doch gerade erst rausgekommen. Ahead in Time, das ist schon länger draußen. Nein, das ist erst... Warte, was steht hier? 5. Oktober. Ja, ist ja auch schon länger. War nicht lange. 5. Oktober? 3 Monate? Ja. Lange. Ah, aber ich bin endlich drauf. Ja, ich finde das nicht lange. Boah, wenn man bedenkt, wie lange es gebraucht hat, um zu entwickeln. Okay. Ja, wenn es auf wenn's Deutsch unterstützt, dann werde ich mir das auch holen. Weil ich habe mich auf das Spiel schon ziemlich lange gefreut. Nur ich bin nicht so gut in Englisch. Deswegen warte ich lieber auf die deutsche Version. Oder auf den Deutsch-Patch. 2, 3. Ja. Auch schon ultra viel davon, leider. Echt? 1, 2, 3. Der Boden besteht allein aus 25, ne? Weiß gar nicht, wie komme ich denn auf 10? Wie bin ich denn auf 10 für Decke und Boden gekommen? Ne? Das sind die 25 allein für den Boden. Verpiss dich, Schaf! Also hatte ich recht mit 150. 2, 3, 4, 5, 6. Das könnte so ungefähr hinhauen, leider. Ich werde das jetzt mal fertig bauen. Na dann. Ja. 140 Dinger. Das ist ein bisschen viel, ne? Also um kurz zu erklären, was ich hier mache, es heißt, dass diese Blöcke einen Wither standhalten sollen. Und genau das will ich jetzt gerade testen, ob diese wirklich einen Wither standhalten. Wenn es geklappt hat, sagt mir Bescheid auf jeden Fall. So. Weil ich sehe es ja jetzt nicht. Nee, ist ja kein... Soul Sand? Hä? Heißt das Ding? Ah doch, warte, da ist es doch. Achso, auseinandergeschrieben. Und... Wither... Warum verschluckt er immer das T? Was soll denn der Scheiß? Jetzt hat er wieder das T. Skylehead. So, 1, 2... Das ist wirklich so groß, dass der Wither von der Breite her gerade so reinpasst. Echt? Ja. Und von der Höhe her. Hast du gebraucht? Ja, weiß ich nicht, das sehe ich ja leider nicht. 25, oben 25 und 25. Der Wither ist jetzt aber gerade rausgebuggt. Ja, da muss da mehr Platz drin sein. Also bräuchtest du vielleicht 30. Das heißt 6x30 und dann weißt du, wie viele Blöcke du brauchst. Ist doch kacke, wieso backt denn der Wither jetzt hier raus? Jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin? Ja. Und er tötet dich sogar selbst. Echt? Ja, weil er die ganze Zeit gegen die Wand schießt. Ja,
Du müsstest ihn einfach nur einmal schlagen und dann kann er sich für dich selbst töten. Weil dann kriegst du ja deinen Loot, ne? Boah, Alter, das ist einfach so hardcore laut, ne? Glaube ich. Das ist einfach so hardcore laut. Das können wir aber nicht in der Nähe meiner Wohnung oder so aufbauen, Alter. Nee, das wäre nicht so gut. Das ist jetzt Öl. Das ist wie Öl. Ich glaube, ich habe Öl. Öl ist einfach so eine schwarze Flüssigkeit. Also nicht so kräulich, sondern wirklich pur schwarz. Wow, der droppt das Divine Siegel. So, jetzt mal eben gucken, wenn ich den jetzt hier nochmal spawne, ob das, wenn ich den immer nach ganz hinten an der Wand setze, ob er immer drin spawnt. Bei mir explodieren die ganze Zeit Creeper. Okay, er ist nur halb drin. Hier sind Zombie-Pferde. Ich glaube, man müsste es ein höher bauen. Echt? Der buggt immer, wenn er, der lädt sich am Anfang auf. Nach diesem Aufladen macht er mal so einen Ruck nach oben. Und dadurch fliegt er mal durch die Decke durch. Ja. Vielleicht zwei Blöcke höher. Jetzt ist das zum Beispiel wieder komplett durch. Mal gucken, wenn ich jetzt einfach mal einen Block höher mache. Das genug Zeit ergibt, dass er dagegen prallt. Kriegt ja halt ein zweiter Wizard rum, der hier Terror schiebt, weißt du? Naja, einer reicht ja nicht. Dann natürlich zwei immer. Ja, die greifen mich ja nicht an, weil ich unsterblich bin. Die fliegen jetzt hier einfach rum und bombardieren die Landschaft. Ja, ich glaube, ein Block höher. Passt. Ja, noch mal. Ja, teste mal. Ja, ein Block höher passt, der backt nicht mal annähernd mehr durch die Decke. Dadurch fängt er aber auch nicht an, dumm rumzuballern. Also der bleibt dann leider wirklich stehen. Der Bogen macht ja mal irgendwie gar keinen Schaden. Okay, Leute, das war's jetzt auch von meinem Part. Ihr seht jetzt also, was ich ungefähr, oder was ich zumindest vorhabe, um mal
Nether Stars zu farmen. Ja. Das wird aber doch sehr lange dauern, glaube ich. Da würde wahrscheinlich wirklich eher der Enderdrache-Kill noch vorkommen. Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube, das packen wir schon zusammen. Das obere sind 25, das untere sind 25. Das heißt, oben und unten sind schon mal 50. 50, dann 1, 2, 3, 4. 5. Das sind 20. 40. 60. 80, 80. Wobei, das sind 78. 138, das bräuchten wir. Oh, krass. Dass ich jetzt richtig im Kopf ausgerechnet habe. Hoffentlich. Wahrscheinlich habe ich mich eh wieder blamiert. Das habe ich aber schon ein paar Mal in den Parts getan. Ist nichts Neues. Okay, ich beende jetzt den Part. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.